Hallo und herzlich willkommen hier zur Wochenfolge hier in Thüringen, Version 3.1 oder 3.01. Wir machen jetzt weiter und machen hier die Restarbeiten. Fertig. Und dann schauen wir mal, dass wir im nächsten Feld Nummer 47 auch noch aussehen, die Ausfahrt beginnen. Und zwar müssen wir den kurzen Hochflug fahren, auffüllen. Und dann mit dem zweiten Gerät rausschicken zum Feld Nummer 47, dass wir den Verband arbeiten können. Zwei Fahrzeuge. Einer ist auf dem großen Feld. Der fühlt sich durchdrehende Reifen. Da war da ein bisschen Schwierigkeiten auf Feld Nummer 12. Der Tracking will nicht richtig. Wie immer. Ja, hoffe da nicht so viele Meldungen kommen. Ja, einer ist fertig, aber mal gucken, wenn wir immer das hier hinkriegen. Dann checken wir ihn auf Hof. Da müssen wir gleich mal reagieren. Durchdrehende Reifen weiß nichts Gutes. Aber ich will mal gleich mal das erledigen. Also hier noch die Ecke. Hier ist ein bisschen viel. Dann die Ecke. Da vorne müsste gut sein normalerweise. Ne, ich gehe von aus. Und so da. Ja, hier passt das schon. Die Ecke, das kleine Stückchen noch. Dann werde ich gleich mal nach Hof hier nicht. Hof 3. Höfe Hof 3. Und gleich mal hinschicken, ne? Der eine ist ja fertig. Dann ist ja auch Feld Nummer 60. Gleich mal zurückfahren. Und dann schicken wir ihm auch in die Richtung. So. Und den kurz mal lassen. Und den gleich. Ah ja. Ah ja, klar, okay. Das ist das Problem mit der Ballen, ne? Das ist natürlich klar, dass er die über den Haufen fährt. Ne? Hier muss eigentlich gepflügt werden, aber ich sag mal, ich behalte mir mal vor, hier was aufzubauen. Gut, das ist das. Der fährt zurück. Der macht seine erste Runde. Und der ist jetzt bei Prozente. Da müsst ihr mal gucken, ob da so ein Punkt noch ist, ne? Also bin mir nicht ganz sicher, ob da so ein Punkt ist. Shop, Viehhändler, Produktion. Wasserstellen habe ich auch. Shop, Viehhändler. Na, Viehhändler nicht hin. Dankeschön, Shop. Gut. Der hat noch ein bisschen Luft da oben. Aber Unkraut wächst noch keins. So, 12 ist bei. Da müssen wir hier mal gucken, wie wir nacharbeiten, ne? Sollte nicht so viel sein, aber wenn doch, besser, wenn es voll fertig ist. Ne? Da haben wir gefunden. X. Mal löschen. So. Blau und B. Ja, die Saison habe ich jetzt hier neu gestartet, komplett. Mit neuer Karte. Weil die Karte muss dann neu begonnen werden. Aufgrund der vielen Änderungen von dem Gebäude her.
Die Felder sind gleich geblieben. Aber deswegen ist ja so, dass wir anfangs immer keine Schwierigkeiten haben, aber deswegen haben wir hier überall noch die alten Felder, die jetzt im Prinzip ja verdorrt, verfault sind. Und somit müsste erst nach und nach der KI-Bauer das wieder anpflanzen. Ja, das kommt dann irgendwann. Ich werde immer keine Mission machen zur Zeit, weil ich ausgelastet bin. In Anführungszeichen. Ich habe keine. Wenn man die eigenen Felder bestellen, dann brauche ich irgendwann Paletten. Das heißt, ich muss ein Sägewerk, ein paar Bäume hinbringen. Ah, nicht viele, aber ein, zwei Ladungen erstmal, ne? Aber mal schauen, was Sägewerk jetzt das so macht, wie ich mir das vorstelle. Wenn man Sägewerk nur aussuchen kann, ich kann mir dann theoretisch nur ich habe ja so keine Lust, mir die ganzen Ballen wegzusammeln, das ist wieder auch noch hinzu. Aber Silogras. Das ist ja schon, ach so. Gut, da können wir hoffen mal, dass das gut geht, ne? Aber er schmeißt ja alle um. Ich muss kurz überlegen. So. Und den kann ich nichts machen. LKW, den muss ich da behalten. Putzen wollte ich. Ist ja nicht viel, ne? Aber muss gemacht werden. Und meckert der und dann. Dann nehmen wir gleich mal die Gras geben. Wasser. Dann gleich mal die Kuhweide Nummer 53. Ich wollte gerade sagen. Das ist nur der Schwanz gewesen. Ich dachte schon, eine Kuh kann pinkeln. Das wäre dann ein bisschen Realismus, ne? Also, ich meine, gut, mir ist das wurscht. Ich würde es nicht stören, ne? Was wollte ich machen? Also, Kuh, Viehweide. Hier ist auch im Wasser, ne? Nicht, dass wir hier plötzlich so viel, so wenig Wasser haben. So, hat mir viel Arbeit hier. So, gleich mal eine Ladung BGH kippen und dann ist hier noch ein LKW gleich weiter. Ah, das passt. Den habe ich gesehen. Noch könnten wir da drauf fahren. Ja, wollen wir nicht machen. Wir werden ein bisschen darauf achten, dass wir nicht über unsere Felder fahren und diese zerstören, ne? So, hier ist kein Punkt für die Nähe. Das ist aber kein Problem, das kann man anschließen. Das kann man ein bisschen abkoppeln und anschließen. Das sollte an sich kein Problem sein. Hier ist mein Container, mein Haus, mein Schlafplatz hier. Ich habe so viel Quadratmeter. Die Kühe wohnen besser wie ich.
Alter, willst du abgeben hier? Und gleich die nächste Ladung aufladen, ne? Extra so gemacht hat, für nicht so weit ja, um Strecke fahren. So. Wir müssen noch den einen Förderband anschalten, sonst klappt das nicht. Und hier ist ganz schön viel drüber. Macht schön Gatsch-Gatsch, gefällt mir. So, hier haben sie Futter und Wasser kriegen sie jetzt auch. Wenn wir gleich mal die Ballen einsammeln und diese entsprechend ja, irgendwo hinstellen, ne? Das sind mit der, dann müssen wir hier mal ganz kurz wenden und wir noch einen anderen den Ballenwagen holen uns. Die liegen hier nur im Weg, ne? Da oben sind blauen, ne? Könnt ihr auch theoretisch nur eine Wasserpumpe hinstellen. Und dann wäre das mit Wasser, würde sich dann nicht so extrem belasten, ne? Damit man mal vergessen kann. Hier war der. Also die Ballen sollen nicht in der BGH, ne? Das ist ganz wichtig. Wer ist fertig? Ich glaube, unsere Ballenpresse ist durch. Jetzt haben wir keinen Stress mehr. Anführungszeichen. Stress habe ich ja nie beim Spielen, ne? Dafür haben wir einen Regler da. Oh, enge Kurven hier. Mal kurz gucken, ob wir einstellen müssen. Rundbahn, wie gewollt, und nur anschalten. Ja, hier sind die Bahnen wieder, naja, so aufgeladen, ne? Lenkt schon, aber will nicht. Und ich weiß von der anderen Ballenpresse, da hauen die ab. Und hier gefällt mir. Hat zwar nicht alles aufgesammelt an Gras, aber gut, dass das bei den Engkurven das kriegen die so nicht hin. Den Schluck auf hier. Was denn das? So. Das sind die ersten Ballen, die wir hier gepresst haben. Für den Futter halt, ne? Das muss auch noch gären, ne? Das ist ja Silo-Gras, ne? Wir wollen eine Silo-Silage haben, ne? Da muss ich nur ein Plätzchen hinten ausfindig machen, wo wir es lassen können. Das weiß ich auch nicht genau. Mann, ist das schön mit Sammeln, ne? Ich meine, gut, hier ein paar Ballen kann sicherlich auch per Hand aufladen, ne? Aber ja. Das ist ja eine Vierfachkarte, ne? Das darf man nicht vergessen. Sonst wäre das sicherlich bei der Einfach wäre es sicherlich möglich, das auch zu schaffen. Ja, bei der Vierfach. Würde auch eher eine Produktion verwenden und das da entsprechend reinfahren. Und da weiß ich nicht genau, ob das auch so rauskommt als Silo-Gas. Ne? Oder Silo-Silage. Das weiß ich nicht. Weil normalerweise müsste das da als allgemein rauskommen. Ne? Also Silage halt. Ne? Jetzt sind wir die Bezeichnung, wie das geschrieben wurde. Anders kann nicht rauskommen.
Da ja hier standardmäßig nur die Lage ist, bin ich ein bisschen befragt. So viel Ball haben wir noch gekriegt, hier Wahnsinn. Ja, wo lasse ich die jetzt? Das sind ganz schön viele. 38, bei den Kühlen normalerweise. Aber wo da? Platz haben wir nicht so viel. In der Scheune wäre ungünstig. Würde aber gehen zur Not. Und hier rechts. Da wäre Platz, ne? Hauptsache die rollen da nicht weg. Die Balken so schön flach hingelegt. Ich probiere mal aus. Die soll ja nicht eine BGH rein, das ist ja das Ganze kein Problem. Aber ich möchte schon. So. Reicht doch, die rollen weg, die Brüder. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Der andere Ballenwagen, der sammelt die wenigstens, beziehungsweise sammelt nicht. Jojo. Gut, kein optimaler Platz, da haben wir uns anders einfallen lassen. Hier vorne wollte ich aber auch nichts hinstellen. Hier sind noch ein steiler und mehr Gefälle. Und da oben rechts, da sollen eigentlich die Tankwagen rein. Eigentlich. Und da sind ja die Fahrzeuge drin. Was ich machen könnte, hier unter dem Vordach, ne? Da könnte man was machen. Könnte. Da kommen wir noch nicht rum. Bin ein bisschen skeptisch. Fahrzeuge hergeschickt, aber nicht. Folge Nummer 3. Zeit 17. So, liebe Schauer, das soll es auch schon heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Morgen geht's aber auch noch Richtung Aussaat, Feldnummer 47, Verband mit Großblick. Ja, und Sonnenblumen. Tschüss und bis dann und ciao. Tschüss.